Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Auch schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Daniel Goldmann und ich habe das Vergnügen, die Moderation der Abschlussrunde heute Abend zu machen. Ich muss sagen, die Veranstaltung hat mir persönlich sehr gut gefallen und dieses Thema Rohstoffwende 2049 sollte man wirklich als Marke auch groß rausbringen und entsprechend beibehalten. Auf dem Podium für die Abschlussdiskussion, ich fange einfach rechts an, haben wir Herrn Kurt, Präsident des BDE, Herrn Buchert vom Öko-Institut, Frau Rechenberg vom Leiterin Fachbereich Nachhaltige Produkte, Produktion, Kreislaufwirtschaft vom Umweltbundesamt. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Perfekt. Wunderbar. Frau Schüler auch vom Öko-Institut und Herr Hütz-Adams von Südwind e.V. Ich denke, es gab für alle Beteiligten heute eine ganze Menge interessanter Informationen. Was leider offensichtlich ja nicht möglich war, dass sich keiner klonen konnte, dass jemand auf allen drei Workshops gleichzeitig war. Oder? Nein. Insofern denke ich, ist es für alle Beteiligten ganz schön, wenn aus den Workshops vielleicht noch mal ganz kurz berichtet würde, damit alle im Endeffekt auch die Hintergründe von allen Workshops kennen. Und dass wir im Anschluss dann einfach gucken, wo gibt es Konsens, wo gab es Dissens, welche Diskussionen und was nehmen wir daraus mit. Wenn Ihnen das recht ist, würde ich dann für den Workshop 1, fangen wir vorne an, Herrn Dr. Buchert bitten, ganz kurz ein Statement abzugeben. Wie war es da? Ja, zunächst war es aus meiner Sicht eine sehr lebhafte Diskussion, wo es teilweise Konsens gab, aber auch durchaus Dissens. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber im sehr guten Stil und aus meiner Sicht jedenfalls von den Beiträgen und insgesamt auf einem wirklich guten Niveau, muss ich wirklich sagen. Das ist jedenfalls, was ich mitgenommen habe. Jetzt so inhaltlich, wir hatten ja so eher den nationalen Rahmen, hatten wir eine kleinere Debatte über Materialien, insbesondere für die Transformation der Verkehrswende. Da gab es ein paar Kontroversen, also welche Leichtbaumaterialien werden es denn machen? Der Herr Friedrich meinte, Stahl ist in 10 Jahren weg. Da gab es natürlich erhebliche Proteste. Also das ist durchaus ein Bereich, wo es natürlich verschiedene Einschätzungen geben wird und wo natürlich auch ganz unterschiedliche parallele Entwicklungen folgen werden. Den größten Teil der Debatte hat aber das Thema mineralische Rohstoffe angenommen, Kies etc., Naturstein. Hier gab es naturgemäß einige Kontroversen, will ich es mal sagen, aber das wurde doch auf einem sehr guten Niveau ausgetragen. Also die Frage, also es ging sehr stark um die sogenannte Mantelverordnung, die gerade in der auf dem Referentenentwurf bald kommen wird. Das heißt, unter welchen Bedingungen können Recyclingmaterialien in Tiefbaubereichen abgelagert werden, und zwar bundeseinheitlich. Da gibt es auf der einen Seite Befürchtungen, dass das Recycling eher erschwert wird. Die anderen sagen, es gibt dann mal endlich einheitliche, bundeseinheitliche Regelungen und es wird zum Fortschritten führen. Also da gab es verschiedene Positionen. Das wird man erst beantworten können, wenn die Mantelverordnung tatsächlich steht und einige Jahre mal ins Land gegangen sind, dann ist man dann wirklich schlauer. Generell ging es dann, wo Konsens bestand, dass das Thema, jetzt sagen wir mal, Recyclingbeton, also auch hochwertiges Recycling, dass das durchaus, also das ging von, würde ich sagen, Umweltverband bis Industrieverband, wenn ich es mal so platt sagen darf, war da durchaus, glaube ich, Konsens, dass das voranzutreiben ist. Es gab auch Hinweise, was wir auch kannten zum Beispiel, dass in der Schweiz man da schon weiter ist und dass es sehr lange gedauert hat, bis es über 20 Jahre so in die Gänge gekommen ist. Aber es scheint jetzt so zu sein, das wäre jetzt so ein Blick in die Zukunft, dass es lohnt, hier wirklich weiterzumachen und hier tatsächlich deutlich größere Kreislaufströme hinzubekommen. Wo natürlich
sagen wir mal, die Knackpunkte waren, ist natürlich die Frage, inwieweit ist tatsächlich der Abbau von Kies etc., ist das überhaupt schädlich für die Natur oder nicht schädlich? Und natürlich lässt sich das nicht immer mit einem klaren Ja und Nein zu beantworten. Es wird vom Vertreter Steine Erden natürlich darauf hingewiesen, dass da viele Regenerationsmaßnahmen vorhanden sind und das zum Teil auch oder häufig zu positiven Resultaten führt. Auf der anderen Seite, das habe ich selber darauf hingewiesen, aber der Herr Norgal vom BUND hatte das an einem Beispiel, kann natürlich die Gefahr bestehen bei weiter großer Nachfrage nach heimischen mineralischen Rohstoffen, dass auch stärker oder noch mehr in Zukunft sensible Gebiete der Druck auf die erhöht wird, ja, mit entsprechenden Konsequenzen. Wie gesagt, man ist, das fand ich sehr wichtig, glaube ich, auseinandergegangen mit dem Hinweis, dass wir einfach da das Gespräch weiter fortführen, weil das Thema wird uns natürlich in den nächsten Monaten, nächsten Jahren immer weiter beschäftigen und ich fand das insgesamt eine sehr gute Diskussion. Wie gesagt, das Niveau war sehr hoch. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, wir werden jetzt vielleicht erstmal sämtliche Arbeitsgruppen zusammenführen, damit man hinterher gemeinschaftlich diskutieren kann über die Themen, die dann übergreifend zu diskutieren wären. Insofern, Herr Hütz-Adams, wäre es nett, wenn Sie vielleicht kurz aus dem Workshop 2 berichten könnten. Ja, da wir jetzt zu zweit aus dem Workshop 2 sitzen, können wir uns hier ergänzen. Wir haben in den Einführungen gehört, wie groß die sozialen und ökologischen Probleme beim Abbau vieler Rohstoffe, insbesondere in Entwicklungsländern, sind. Und das war auch so ein Bereich, wo Einigkeit darüber herrschte, dass man sowohl bei Menschenrechtsfragen als auch im ökologischen Bereich viele Dinge verbessern muss in den Abbauländern, und haben auch über Verantwortungen geredet von Unternehmen, von lokalen Regierungen. Und wie man da zu Fortschritten kommt. Ich möchte aber gar nicht so sehr auf die Diskussion dazwischen eingehen, als vielmehr, wir haben am Schluss so eine Runde gehabt, wo wir zusammenfassen und sollten und mal schauen wollten, wo wir in 3 Jahren sind. Und da waren dann Teile auch wieder von Einigkeit da, wobei immer die Frage ist, wie weit das gehen soll. Also was Menschenrechtsfragen angeht, kam natürlich von mir als NGO-Vertreter wahrscheinlich die am weitestgehende Forderung, dass sowas wie Menschenrechte und Menschenrechtskontrolle in Lieferketten eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit werden sollte und dass man damit auch eine Einpreisung der Einhaltung von Menschenrechten in alle Produkte braucht. Also nicht eine Preiserhöhung für Produkte, die Kriterien und Standards einhalten, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Also der Preis muss eigentlich das sein, was die Einhaltung von Standards widerspiegelt, und nicht nachhaltig abgebautes und verarbeitetes müsste das teurere am Markt sein. Und der Frau Hahn von Aurubis als einem der größten Kupferverarbeiter der Welt wurde nochmal angeführt, dass sie für sehr vorbildlich hält, wie die Aluminium Stewardship Initiative sich als Beispiel gegründet hat, als sektorübergreifender Ansatz, einen Standard für eine Branche zu finden, und dass man da auch Best Practice identifizieren und vorantreiben sollte. Und nachdem es vorher auch so die Frage gab, wie viele Standards und Labels gibt es eigentlich in dem Sektor und wollen wir so einen Labelwald haben, wie wir ihn im Bereich für Nahrungsmittel beispielsweise haben oder Bekleidung, kam von ihr auch eine Aussage, man braucht eigentlich was Übergreifendes für alle, beispielsweise alle Nicht-Eisenmetalle, also dass man Gruppen zusammenfasst. Die Zusammenfassung wollte sie dann aber auch von der Bundesregierung haben, weil sie sagt, im Moment, und ich erlebe das auch so, sind mehrere Ministerien und mehrere Bundesanstalten auf sehr verschiedenen Wegen dabei, für Nachhaltigkeit im metallischen Sektor einzutreten, und jeder macht dann so ihre eigene Runde und ihre eigenen Workshops, und ihre Idee war, dass es da eine ganz klare Federführung geben sollte, die das übergreifend angeht und nicht Metall für Metall und Problembereich für Problembereich. Ich denke, die Zusammenfassung des Ausblickes und dessen, wo man in 3 Jahren stehen soll, von Frau Schüle macht es hier besser. Selber oder soll ich das? Ja, dann haben wir uns ja auch gefragt,
nach der sehr, sehr lebhaften Diskussion, auch mit einem wirklich sehr vielen auch kompetenten Leuten aus den verschiedensten Bereichen, wie es in 3 Jahren aussehen wird. Und also wir denken, dass was uns jetzt die nächsten 3, 5 oder auch gar 5 oder ein bisschen länger Jahre sicherlich ganz stark beschäftigen wird, das ist dann die konkrete Umsetzung von der neuen EU-Richtlinie zu den Konfliktmineralien, die ja auch nicht nur auf Konfliktmineralien zielt, sondern auch Menschenrechte einbezieht in Regionen mit schwacher Staatlichkeit und anderem. Also da ist noch sehr viel Schwammiges und sehr viel Musik und deswegen wird das ein ganz spannender Prozess werden, wie das letztendlich umgesetzt wird. Da ist ja auch so eine Mischung aus verpflichtenden und freiwilligen Instrumenten vorgesehen, wo es auch viele ja auch Debatten gab, ob diese Freiwilligkeit nicht ersetzt werden sollte, durch Verpflichtung. Und ich denke mal, da werden wir alle unglaublich viel lernen. Die Unternehmen, die müssen dann viel lernen, wenn sie dann in das Lieferantenmanagement reingehen. Und auch dann wird sich erst zeigen, ob das Ganze auch wirklich so teuer ist, ob das wirklich so zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Das war eine auch große Sorge von Aurubis, weil sie sozusagen als Schmelze das verpflichtend machen müssen, während sich die nachgeordneten Unternehmen das freiwillig machen können oder auch nicht. Also es wurden auch viele Fragen der Finanzierung sozusagen eigentlich mit offenem Ende diskutiert. Und da werden wir aber, glaube ich, sehr viel Klarheit dann kriegen, wenn es dann an die konkrete Umsetzung geht. Und eine Hoffnung war dann auch, dass wenn das an die Umsetzung geht, dass dann auch sehr, sehr gut darauf geachtet wird, ob es dann nicht auch ungewollte Effekte gibt, ob Kleinbergbau eventuell umgangen wird, damit man diese ganzen Probleme in der Sorgfaltspflicht nicht hat. Kann ja auch ein Unternehmen dann sagen, dann gehe ich gar nicht mehr in diese komplizierte Gemengelage mit Kleinbergbau aus dem Kongo, sondern ich hole das irgendwo aus dem Großbergbau, aus einem Land, wo es keine Probleme gibt, und dann wird dort die Arbeitslosigkeit noch vergrößert. Also das kann auch nicht die Sorge sein. Und da ist wirklich auch ein Appell, dass sozusagen die Leute aus der Regierung und auch aus den anderen nachgeschalteten Behörden, die auch viel mit diesen Regionen zu tun haben, da wirklich sehr offen zu sein, dass dann auch relativ schnell dann auch konkret gehandelt wird, weil wir haben ja jetzt wirklich viele Jahre viel geredet in den verschiedensten Zusammensetzungen, dass da auch dann relativ schnell dann auch Handlung passiert. Und dann haben wir, wie auch heute Morgen schon, auch über das Thema China sehr intensiv diskutiert und sind eigentlich auch zu dem Punkt gekommen, dass da auch an der Zeit ist, da einen viel intensiveren Dialog zu machen. Wir können lange noch spekulieren, wie sich die Entwicklungen in China, ob die positiv oder negativ sein werden, wie das mit dem Wettbewerb aussieht, wie es mit der Rohstoffkonkurrenz aussieht, wie es mit der Nachhaltigkeit aussieht. Wichtig ist, dass jetzt ein intensiver Dialog anfängt und dass der dann auch eine institutionelle, kontinuierliche Fortsetzung findet. Ja, herzlichen Dank, Frau Schüler, herzlichen Dank auch an Sie, Herr Hütz-Adams. Ich würde jetzt gleich weitergeben wollen an Herrn Kurt für den dritten Arbeitskreis, wobei ich sagen muss, ich durfte dann da auch teilnehmen. Es war also ganz spannend. Es waren zwar nicht so unendlich viele Leute in dem Raum, aber dafür unendlich viele Themen. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man pro Tag nur 3 Botschaften aufnehmen kann und mitnehmen kann. Aber eine Botschaft ist mir wirklich im Ohr geblieben. Und das ist im Endeffekt Rohstoffpartnerschaft im Sekundärrohstoffbereich. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort für Sie. Da bin ich ja froh, dass Ihnen nicht die Botschaft von Herrn Pfaff Steinberg von der KfW im Kopf geblieben ist. Der hat nämlich gesagt, es ist weltweit so, die Deppen machen immer den Abfall. Das fanden die Vertreter der Entsorgungswirtschaft nicht sonderlich motivierend. Aber der Satz hat in der Tat Chancen, als eine von den 3 Botschaften hängen zu bleiben. Egal. Wir waren, da haben Sie recht, wahrscheinlich das kleinste Plenum. Dafür hatten wir das größte Thema, nämlich Kooperation in der Kreislaufwirtschaft außerhalb Europas. Wir wissen alle, dass da die richtig großen Hebel liegen. Der Kampf gegen den Klimawandel gelingt nicht in Deutschland alleine. Der Kampf um eine andere Energieversorgung gelingt nicht in Europa alleine. Und das Rohstoffthema und die Rohstoffwende, das muss auch weltweit stattfinden. Und da ist eben die Situation in den einzelnen Ländern und Kontinenten ganz unterschiedlich, aber dort liegen die größten Hebel. Der durchschnittliche Bundesdeutsche verbraucht pro Jahr 20 Tonnen Rohstoffe
umgelegt auf die Bevölkerung, das ist 50 mal so viel wie der durchschnittliche Afrikaner und 5-mal so viel wie der durchschnittliche Inder. Das heißt, wenn sich weltweit ein Konsum- und Produktionsniveau entwickelt, das auch nur ansatzweise westeuropäisch ist, dann haben wir das Rohstoffthema noch in einer ganz anderen Dimension auf der Tagesordnung. Deswegen muss man da ansetzen. Dann ist die Frage, wie setzt man denn dort an? Der Vertreter der Bundesregierung war pflichtgemäß der Meinung, die Vielzahl von Initiativen, die es hier gibt, seien im Wesentlichen alle richtig und die Vielfalt der Initiativen schade auch nicht weiter. Da gab es, denke ich, mehrheitlich eine etwas andere Einschätzung. Wir würden uns schon wünschen, dass man hier eine klarere Zielsetzung, Prioritätensetzung, Handlungskonzepte hinkriegt, wo auch die Aktivitäten, die aus dem wirtschaftlichen Bereich denkbar sind, die es von Seiten der Staaten gibt, die es auch von Seiten der NGOs gibt, verknüpft werden. Denn die Situation ist ja eine ganz unterschiedliche. Da, wo wir wie in weiten Teilen Asiens die Entsorgung von Plastikabfällen überwiegend dadurch haben, dass man die Abfälle in den Fluss wirft oder darauf wartet, dass der nächste Regen sie dorthin spült, da ist die Situation eben eine andere, als sie nur mit erweiterte Produktverantwortung gelöst werden kann. Hier muss man individueller herangehen und in der Tat war dann ein Vorschlag, ob es denn nicht an der Zeit ist, die Rohstoffpartnerschaften, die Deutschland ja hat, die es aber nur hat mit den Ländern, an deren Primärrohstoffvorkommen wir interessiert sind, also Mongolei, Peru und Kasachstan, ob es nicht an der Zeit ist, mal eine Partnerschaft gezielt unter der Überschrift Sekundärrohstoffe unterzuordnen und dann auch mal zu diskutieren, was denn an Produktverantwortung sinnvoll ist, wie eine vernünftige Einbindung des durchweg ja vorhandenen zivilen Sektors gelöst werden kann, wie man mit gefährlichen Abfällen umgeht und so weiter. Das würden wir uns wünschen, unter Einbeziehung auch dessen, was Unternehmen zu leisten in der Lage sind, wissend, dass sich das nur unter der Überschrift Rentabilität für die meisten Unternehmen in den meisten Ländern so noch nicht darstellen lässt heute. Ja, ansonsten wären wir natürlich ein bisschen weiter, aber etwa im gesamten Bereich des afrikanischen Kontinents ist das nicht so und hier brauchen wir passende Instrumente. Anwesend an der Diskussion und beteiligt waren Vertreter der KfW, auch der GIZ, also hier gibt es viel an Sachverstand, aber das dann als zusammenfassenden Appell, der möglicherweise Erinnerung bleibt, wir brauchen eine bessere Koordinierung, eine bessere Schwerpunktsetzung und Zielsetzung und die Effekte, um die es geht, sind es durchaus wert, dass wir uns hier mehr Mühe geben. Herzlichen Dank, Herr Kurt. Darf ich dann zum Abschluss der Runde, der ersten Runde im Panel, Frau Dr. Rechenberg, noch bitten, das Ganze aus Sicht, aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Umweltbundesamtes vielleicht zu kommentieren, darzustellen, wie Sie das so sehen? Ja, gern. Das soll ja erstmal nur die erste Runde sein. Deswegen will ich auch gar nicht zu lange sprechen und nicht alles natürlich kommentieren. Erstmal aus unserer Sicht auch nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch an das Öko-Institut für diese wirklich tolle Initiative und so breit auch an das Thema heranzugehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch rohstoffspezifisch heranzugehen. Das ist ein wirklich sehr, sehr gelungener Ansatz. Es sind ja heute Morgen auch in der Keynote von Frau Schwarzelühr-Sutter schon sehr breit die ganz verschiedenen Themen angesprochen worden, die hier alle in das Thema Rohstoffwende mit hineinspielen. Und in den Workshops sind einzelne Themen vertieft worden. Da will ich vielleicht noch mal den einen oder anderen Aspekt jetzt aufgreifen. Baustoffrecycling, auch ein Thema, was uns als Umweltbundesamt stark beschäftigt. Hier ist es in der Tat so, dass zum einen natürlich die Materialien bereitgestellt werden müssen. Die Materialien, die primär Baustoffe ersetzen können, also das heißt entsprechende Regelungen, dass hier Recycling-Baustoffe auch zur Verfügung stehen. Gewerbeabfallverordnung ist schon genannt worden, auch die Ersatzbaustoffverordnung, die hier sozusagen mit reinspielt. Dann muss es
auch einen Markt dafür geben, für die Sekundärbaustoffe, die ich hier zur Verfügung stehe. Also da gibt es eben auch so Diskussionen, wie kann der Rezyklateinsatz erhöht werden, wie kann die Akzeptanz für diese Recyclingbaustoffe auch erhöht werden. Diskriminierungsfreie Ausschreibung von öffentlichen Bauvorhaben, da sind wir ein Stück weiter inzwischen. Die Handlungsleitlinien sagen, dass wirklich nur noch die bauphysikalischen Eigenschaften ausgeschrieben werden dürfen, nicht mehr vorgegeben werden soll, eben ist es ein, muss es ein Primärbaustoff oder ein Sekundärbaustoff sein. Und wir diskutieren im Haus natürlich auch flankierende ökonomische Instrumente. Da sind wir noch mitten in der Diskussion, da will ich auch kein Ergebnis vorwegnehmen. Es wird auch vielleicht nicht unbedingt eine Primärbaustoffsteuer sein, aber ökonomische Instrumente, das will ich hier auch noch mal betonen, sind ein ganz wichtiges und unverzichtbares Instrument. Internationale Rohstoffpolitik, auch ein Thema, was wir jetzt seit 2-3 Jahren verstärkter bearbeiten, auch im Umweltbundesamt, weil wir auch gesehen haben, es gibt eine Reihe Ansätze, es gibt aber keinen allgemein übergreifenden Standard bisher, der Umweltbelange berücksichtigt. Und wir sehen auch die Notwendigkeit, hier Umwelt- und Sozialstandards auch verbindlich festzulegen. Konfliktrohstoffe ist ein erster guter Schritt, aber Konfliktrohstoffe, das sind eben auch nur die Spitze des Eisberges. Es sind eben noch viele andere soziale, aber eben auch Umweltprobleme mit der Rohstoffgewinnung verbunden. Und entsprechend interessiert schauen wir auch auf freiwillige Initiativen in diesem Themengebiet, also die Aluminium Stewardship Initiative zum Beispiel, die ja schon erwähnt wurde. Oder jetzt auch sehr spannend, eine Volksinitiative in der Schweiz, wo es um die Konzernverantwortung geht. Die Initiative ist im Oktober eingebracht worden. Die Auswertung jetzt im November hat gezeigt, dass genügend Stimmen auch zusammengekommen sind. Das heißt, das Parlament und der Bundesrat in der Schweiz werden sich jetzt mit diesem Thema auch beschäftigen müssen in den nächsten Jahren. Und Ziel dieser Initiative ist es eben, dass Konzerne Umwelt- und Sozialstandards verbindlich in allen Geschäftsfeldern festlegen. Also ein sehr spannender Ansatz. Wir sollten aber auch nicht nur auf die Konzerne gucken. Sorgfaltspflichten ist ein wichtiger Punkt. Das klang heute Morgen auch schon an. Auch direkte Kooperation mit den Ländern, um dort vor Ort auch zu unterstützen, technisches Know-how, aber auch Governance-Strukturen aufzubauen, ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht allein nur sozusagen Konzernen ins Pflichtenheft schreiben sollte. Und vielleicht zu dem dritten Workshop Kreislaufwirtschaft. Da möchte ich noch mal auf einen ganz anderen Punkt hinweisen, der in der Präsentation heute Morgen aber auch mit erwähnt wurde. Langlebige Produkte und auch welche Rohstoffe werden in Produkten eingesetzt. Also Langlebigkeit von Produkten, das erwähnte Reparaturgesetz in Schweden, das ist verabschiedet. Das wird also jetzt zum 1. Januar in Kraft treten mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Reparaturdienstleistungen. Das ist etwas, was auch in Deutschland gemacht werden könnte. Also das gibt auch die EU-Gesetzgebung her, hier für regional erbrachte arbeitsintensive Reparaturdienstleistungen den Mehrwertsteuersatz zu senken beispielsweise. Oder auch, wenn wir an Steuererklärung denken, haushaltsnahe Dienstleistungen kann man ja da schon steuerlich absetzen. Das zum Beispiel zu erweitern, auch für Reparaturdienstleistungen, wäre auch schon mal ein Ansatz in Richtung Langlebigkeit von Produkten und damit auch Rohstoffschonung. Und eben beim Produktdesign entscheidet sich ja auch schon ganz viel, welche Rohstoffe ich einsetze. Also Substitution von kritischen Rohstoffen, hier auch das Thema, was uns beschäftigt, Kritikalität unter Berücksichtigung von Umweltauswirkungen.
Und natürlich Design der, der Produkte so, dass sie hinterher auch wieder gut recycelbar sind. Also dass sich die Rohstoffe dann auch wieder gut in den Kreislauf einspeisen kann. Auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem Diskussionsthema Rohstoffwende aus meiner Sicht. Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Rechenberg. Ich glaube, das Thema, was Sie auch gerade angesprochen haben, das ist, das hat ja noch ein paar mehr Komponenten, die jetzt auch hochkommen. Also ich hatte letztens auch in einer Diskussion in Thüringen, Professor Pörschke ist ja auch irgendwo, der kann da vielleicht im Detail noch was dazu sagen, so eine Entwicklung, wo man also auch lokale sogenannte Reparaturcafés aufbaut, um im Endeffekt eine Re-Regionalisierung bestimmter Aktivitäten auch zu machen. Da spielen dann auch solche Sachen rein, die aus der Umweltpsychologie kommen, wie Verhaltenskosten oder aus der Umweltsoziologie, wie Akzeptanz und solche Geschichten. Also das wird mit Sicherheit auch ein ganz großes Thema in Zukunft werden. Aber bevor ich hier anfange, viel zu reden, würde ich jetzt einfach ins Publikum schauen und Sie einfach bitten, Ihre Fragen vielleicht jetzt an die Experten hier auf dem Panel zu stellen, um die Diskussion in entsprechende Richtungen zu lenken. Da hinten ist eine Frage. Ja, Pfaff 700 KfW, ich bin eben angesprochen worden mit einem Zitat. Ich würde es ganz gerne richtig stellen, bevor ich morgen in der Bildzeitung stehe. Und da heißt es dann überall halt eben, in der Abfallwirtschaft arbeiten nur Deppen. Ich hatte gesagt halt eben auch, die Abfallwirtschaft bietet in vielen und in eigentlich in allen entwickelten Schwellenländern keine Perspektive für die schlauen Köpfe. Und deswegen ist es schwierig, dort auch Konzepte zu entwickeln, zumindest mit dem bestehenden Bestand, die das zu erreichen, in kurzer Zeit zu erreichen, versprechen, was wir gerne hätten. Schaue. Weitere Fragen? Also ich wollte noch mal auf eins eingehen, auf die Internationalisierung, denn ich sag mal, da gibt es ja auch ein Projekt, was das Öko-Institut durchgeführt hat, was für mich immer so ein Flaggschiff-Projekt ist, Best of Two Worlds. Ich weiß, du kannst das nicht mehr hören, wenn ich das immer wieder heraushebe, aber ich denke schon, diese internationale Partnerschaft, den Aufbau der Kooperationen eben in, auch in Entwicklungsländern und so etwas auf die Beine zu stellen, ich denke, das hat eine ganz große Zukunft und so würden wir das in der Tat wahrscheinlich auch hinkriegen, bestimmte Dinge ernsthaft anzuschieben. Ja, also da das Projekt angesprochen wurde, vielleicht kurz, wir hatten ein Projekt letztes Jahr abgeschlossen, gefördert vom Bundesforschungsministerium mit verschiedenen Partnern aus der Industrie, Umicore, Johnson Controls, Vakuumschmelze und Partnern in Ghana und in Ägypten. Und die Idee war, zu schauen, wie können praktisch Kooperationen geschlossen werden, also zwischen Europa, Deutschland etc. und Akteuren in ausgewählten Entwicklungsländern. Hintergrund ist, dass auf der einen Seite natürlich gewaltige Probleme bestehen beim Recycling oder bei der Verwertung oder dem Umgang überhaupt mit Abfällen in diesen Ländern. Eins der Bilder hatten wir ja heute mal kurz auf dem Film, also Kabel, die abgebrannt werden unter offenem Himmel, Umschmelzen von Bleibatterien ohne irgendwelche Schutzvorkehrungen. Also man könnte diese Beispiele endlos verlängern, dagegen sind, das wurde auch mehrfach an unserem Workshop gesagt, natürlich unsere Probleme, könnte man sagen, überschaubar. Aber gleichzeitig bestehen ja auch in diesen Ländern viele Potenziale, viele junge Arbeitskräfte und da bietet der Recycling-Sektor insbesondere zunächst stark manuelle Aktivitäten, Zerlegung, auch hervorragende Potenziale, also komplexe Materialien in gute Fraktionen zu zerlegen und diese Fraktionen dann entweder vor Ort, wenn das möglich ist, oder in hochspezialisierten Anlagen in Deutschland, in Europa zu recyceln. Und das Aufkommen an Materialien wie Elektroschrott übersteigt, muss ich jetzt Andreas Mannhardt anschauen, heute schon oder demnächst das Aufkommen in den Industrieländern, soweit ich weiß. Also das Wachstum in den Entwicklungsländern, die vielfach ja auch in den Städten, in Ghana zum Beispiel, in Accra, Schwellenlandcharakter teilweise haben, nimmt rasant zu. Wie wir einmal nach Ghana geflogen sind, da
gingen mindestens 4 große Flachbildschirme aus Frankfurt mit nach Ghana. Also auch die Mittel- und Oberschicht in Afrika kauft diese Produkte. Es ist nicht so, dass das nur jetzt Zweitware ist. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, das sind riesige wachsende Potenziale, riesige wachsende soziale und Umweltprobleme, wenn es nicht richtig angefasst wird. Und wir müssen das Know-how aus Ländern wie Deutschland und den Akteuren in der Industrie zusammenbringen mit den Möglichkeiten vor Ort. Wir haben da ein paar Erfolge erzielt. Wir haben auch sehr viele Schwierigkeiten gesehen, dass natürlich die Akteure, die sauber arbeiten wollen, unter guten Bedingungen, unter vernünftigen Löhnen, natürlich Schwierigkeiten haben gegenüber denen, die das nicht so machen. Und da kommt natürlich auch wieder staatliche gute Führung etc. rein und viele andere Aspekte, um das zu lösen. Ja, vielen Dank. Herr Pörschke. Ja, Pörschke, Fachhochschule oder Hochschule Nordhausen. Herr Goldmann hat mir ja den Ball zugeschmissen. Danke, Herr Goldmann. Wir haben ein vom BMWF gefördertes Projekt gemeinsam angefangen. Wir, das heißt die TU Clausthal, die Otto von Guericke Universität in Magdeburg, die Hochschule Magdeburg-Stendal und wir als Hochschule Nordhausen. 3 Schwerpunkte, die im Recyclingprozess natürlich uns auf die Seiten geschrieben sind, das ist die Rückführung, das ist die reine Aufbereitung und die Verwertung. Und ich möchte nur an der Stelle was zur Rückführung sagen. Wir können uns sehr viel unterhalten, was wir alles daraus machen, aus den seltenen Erden, die verbaut sind. Aber wenn wir es nicht zurückkriegen dorthin, wo es verwertet wird, wo es aufbereitet wird, dann können wir gar nichts damit machen. Bei dieser Untersuchung hat vor allen Dingen die Otto von Guericke Universität aus Magdeburg ihre Psychologen eingesetzt. Und wir haben schon Feldstudien in Nordhausen und der Umgebung durchgeführt, werden diese ausdehnen auf je 2 Landkreise in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen und wollen ganz einfach sehen, wo liegen denn die Probleme bei der Rückführung. Und wir haben eins festgestellt, wenn ich in die Runde gucke und mich einbeziehe, die Alten, die haben begriffen, dass es zurückgeführt werden muss. Aber 80% der Bevölkerung, nämlich die so bei 30 abwärts, bei denen spielt das gar keine Rolle. Das heißt also, wir wollen eine Bildungsoffensive starten, wo wir an den Schulen, auch bis hin zur Universität, die Studenten einbeziehen wollen, insbesondere mit Social Media und ähnlichen Möglichkeiten, die die Jugend anspricht. Jugend bitte für den Bereich, den ich gesagt habe. Und da haben wir in den nächsten 2 Jahren einiges vor. Unter anderem kann ich Sie nur herzlich einladen zu unserer Recycling-Konferenz Ende Oktober des nächsten Jahres, wo wir gemeinsam eine Recycling-Konferenz. Und jetzt möchte ich ein Wort mit reinbringen, was wir favorisieren, die Wertstoffwende. Wir haben an der Stelle bei den Rohstoffen etwas tiefer uns beschäftigt. Wir wollen ganz einfach, dass wenn jemand etwas kauft, einen Wert kauft, dass er diesen Wert benutzt und wenn er nicht mehr braucht, als Wert behandelt. Deswegen sind wir an der Stelle auf die Wertstoffwende gekommen und ich kann Sie nur einladen, dass wir die Rohstoff- und Wertstoffwende dort irgendwie fusionieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Pörschke. Ich schaue in die Runde. Ja, da ist noch eine Frage. Oder ein Statement. Carla Schulte steht vom Labor für Kunst und nachhaltige Bildung in Mox. Nein, danke. Ich komme stark aus dem Bildungsbereich und möchte mich beziehen auf das, was gerade genannt worden war. Ich weiß nicht, ob das Netzwerk Bildrest schon bekannt ist, das sich genau darum kümmert. Es gibt in der Schule schon ganz viele Ansätze, aber auch da spielt die Psychologie eine Rolle. Und da kann ich auch nur ganz schwer ein tolles Buch empfehlen, Handbuch für Psychologie im Umweltschutz, das auch sehr gut für Nichtpsychologen geschrieben ist, wo man genau begreift, warum Wissen halt nichts nützt. Also, muss ich jetzt mal knallhart sagen. Das stellt man immer wieder fest, dass einfach sehr viel Wissen da ist, aber die Leute nicht in die Aktion kommen. Und da muss man, glaube ich, eher ansetzen. Ich glaube, darauf wollte Herr Hütz-Adams nochmal einsteigen.
Ja, vielleicht auch, um die Diskussion noch mal so ein bisschen auf die höhere Ebene zu lenken. Also Sie haben gerade gesagt, Wissen, das nichts nützt. Aber das ist ja ein Problem, was wir bei Rohstoffen oder bei Wertstoffen in ganz vielen Bereichen haben. Wir wissen, dass wir Konsummuster haben, die umweltschädlich sind. Sehr umweltbewusste junge Leute müssen das neueste Handy haben. Sehr umweltbewusste ältere Leute müssen auch das neueste Handy haben. Ja, wenn wir uns unseren Umgang mit Fahrzeugen angucken, die immer weiter steigende PS-Zahl und SUV-Zahl, die wir in Deutschland haben, obwohl jeder es weiß, was für Klimawirkungen das hat, welchen Rohstoffverbrauch diese schwereren Autos haben. Ich könnte diese Liste jetzt fortsetzen bis hin zur Entsorgung. Die klassische Frage, als ich mal viel zu Handys gearbeitet habe, war immer in die Runde, wer hat mehr als 3 Handys zu Hause in der Schublade liegen, die nicht mehr funktionieren, wer hat mehr als 1, also das konnte man dann abstufen, das habe ich viel auch in Schulklassen gemacht und überall liegen die Dinger rum, obwohl jeder es weiß, dass man länger nutzen soll, weil die meisten von denen funktionieren noch und obwohl man weiß, dass man in Rohstoffkreisläufe reinkommt. Kommen sollte. Und das ist für mich so die Frage, die mir heute Morgen auch bei der Keynote-Speech sehr gefehlt hat. Wo haben wir psychologische oder verhaltensbedingte Mängel, die wir letztendlich nur mit Gesetzen werden auffangen können? Wir werden an einigen Stellen, wenn wir das ernst nehmen, was wir hier gehört haben, mit der Minimierung von Rohstoffen in unserem Verbrauch und in der Minimierung von menschenrechtlichen und ökologischen Risiken bei deren Beschaffung und Weiterverarbeitung, sei es in Ghana oder sonst wo, werden wir Regeln endlich einhalten müssen. Viele Regeln, die in unserem Alltag selbstverständlich sind. Das meiste von dem, was wir als kritisch anmerken, widerspricht lokalen Gesetzen, widerspricht internationalen Standards und wir haben keine Sanktionsmechanismen aufgebaut, um das zu unterbinden. Wenn ich Rohstoffe nehme und stelle fest, dass jemand hier in Deutschland, ich weiß, dass es solche Versuche gegeben hat, beispielsweise in Indien gestellte Schmuckstücke aus Gold in Verkehr zu bringen und da war Cadmium beigemischt, einfach um das zusätzlichen Gewinn zu machen. Ja. Und das fällt ja auf, dass da jemand das Zeug in Verkehr bringt, kann ich ihn verklagen. Wenn ich aber feststelle, dass er Ringe in Verkehr bringt, die aus irgendwelchen Kleinschürferminen im Ostkongo über Dubai in den Verkehr gebracht wurde, das Rohmaterial, was komplett illegal ist, dann kann ich nur sagen, bitte hör auf damit. Wir brauchen endlich eine Gleichwertigkeit zwischen dem, was wir an menschenrechtlichen und ökologischen Anspruch haben, mit Qualitätsanforderungen. Und das kann, wenn wir auf eine Rohstoffwende raus wollen, zum Teil auch heißen, dass wir das mit Gesetzen regeln müssen. Alles andere, ich meine, vielleicht ist es jetzt, ich langweile die Leute, die eben in der Arbeitsgruppe waren, aber wenn wir uns dieses Gebäude hier anschauen, ja, dann haben wir überall statische Regeln, wie viel Beton und wie viel Stahl muss hier verbaut werden. Wir haben ein genormtes Treppenhaus, genormte Fahrzeuge, Aufzüge, alles das kostet viel mehr Geld, als es kosten würde, wenn wir den Bauunternehmen hier erlauben würden, möglichst billig zu bauen. Wir haben gute Gründe, mehr Geld auszugeben, um bestimmte Standards einzuhalten und sollten das Gleiche auch für die Produktion der Rohstoffe einfordern, auch wenn es mehr kostet. Und da sind wir weg von persönlichem Verhalten zu Regelungen. Frau Dr. Rechenberg? Ja, gleich noch eine Ergänzung dazu, weil ich dem sehr gut folgen kann, Ihrer Argumentation, auch wenn ich jetzt nicht in dem Workshop war. Also kann ich auch nur zustimmen, dass wir eben das auch mit gesetzlichen Regelungen, auch mit ökonomischen Instrumenten, wie ich schon sagte, begleiten müssen. Zumal es ja auch, das klang ja auch bei den Rückmeldungen jetzt aus den Workshops an, zumal es ja auch den Charme hat, wenn jetzt gesetzlich verbindliche Regeln auch eingeführt werden, dass dann Konzerne, Anbieter, die sich um ihre Wertschöpfungsketten, um ihre Zuliefererketten kümmern, dass die davon auch Vorteile haben, weil sie eben diese Standards dann auch schon einhalten. Und das ist ja auch alles nicht zum Nulltarif zu haben, wenn man bestimmte Sorgfaltspflichten eben auch in der Zuliefererkette durchgeht. Und von daher ist das dann auch
ja einfach eine Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auch, die eben hier mehr Sorgfalt auch walten lassen. Und es geht ja auch ganz stark hier um einen Prozess. Also es geht ja auch nicht nur darum, jetzt einen bestimmten Standard von heute auf morgen einzuhalten, sondern sich auch wirklich eben aktiv mit den Zulieferern, mit den Produzenten von Ausgangsmaterialien auseinanderzusetzen, aus welchen Regionen kommt das, wer ist dazwischen geschaltet, und hier dann so, ja, wie gesagt, in einem Prozess auch Verbesserungen anzustoßen und damit ja auch wieder Folgeentwicklungen in den entsprechenden Produktionsketten und in den entsprechenden Ländern auszulösen. Also von daher gibt es, glaube ich, viele gute Argumente, die auch für verbindliche Regelungen in diesem Bereich sprechen. Ja, ich denke, in der Tat ist es eine ganz wichtige Baustelle, und was häufig hilfreich ist, ist dann auch, schöne Begrifflichkeiten als Anker zu haben. Herr Buchholz hat da heute einen schönen Begriff erwähnt, Rohstoffverantwortung. Wir kennen die Produktverantwortung. Also wenn wir das Thema Rohstoffverantwortung auch so breitbandig positionieren können, könnte uns das ein ganzes Stück weiterhelfen. Da war jetzt eine Meldung. Ja, mein Name ist Arlt, ich komme von der Stahlindustrie. Also wir haben ein ganz anderes Produkt. Wir machen dicke, schwere Produkte. Aber Sie provozierten jetzt eigentlich eine Frage, die interessiert mich jetzt wirklich. Weil es brandaktuell, wenn Sie neue Handys haben wollen, die wollen Sie manchmal gar nicht. Da ändert dann ein Softwarehersteller, WhatsApp, sein Betriebssystem, und dann geht sofort, anders will ich gar nicht reden, da sind so viele Wertstoffe mit einem Schlag weg. Wie wollen Sie denn da rangehen? Ja, ich habe auch nicht auf alles eine Antwort, aber es klang ja schon an, dass es verschiedene Aspekte gibt, warum Produkte nicht so lange genutzt werden können, wie sie genutzt werden sollten. Also vom Materialverschleiß bis hin zur psychischen Obsoleszenz, die heute schon erwähnt wurde. Also ich möchte jedes Jahr ein neues Handy, bis zu so einer Art ja funktionellen vorzeitigen Beendigung der Lebenszeit, weil eben bestimmte Software Updates etc. nicht mehr angeboten werden. Und hier wäre sicherlich ein guter Ansatz, den wir uns vorstellen könnten, Hersteller auch zu verpflichten, Mindestlebenszeitdauern für ihre Produkte anzugeben, was dann auch heißt, in dieser garantierten Mindestlebenszeit werden Ersatzteile, werden Software-Updates etc. Zur Verfügung gestellt, um, wie gesagt, dieses vorzeitige Ende der Nutzung auch auszuschließen. Ja, dass das nicht einfach ist, aber das ist klar, weil es hier schon doch auch neue Wege, neue Garantie- und Herstellerverpflichtungen auch betrifft. Aber es gibt da durchaus Ansatzpunkte auch im bürgerlichen Gesetzbuch, wo man das aus unserer Sicht verankern könnte. Also es gibt da Möglichkeiten, sowas eben zum Beispiel auch auf nationaler Ebene zu regeln. Andere Dinge, da muss man auf die europäische Ebene für die Diskussion gehen, aber das, was ich jetzt gerade auch als Beispiel nannte, da hätten wir die Möglichkeit, das auch national anzugehen. Ja, Herr Kurt, Sie. Die Frage, wie man die Rezyklierbarkeit in den Produktionsprozess implementiert, die Überlegung dazu, ist, glaube ich, eine der spannendsten, vor der wir in unserer Branche stehen. Technisch ist es ohne weiteres möglich, eine Menge mehr stofflich aufzubereiten, einem Verwertungsprozess zuzuführen, als das heute passiert. Die Antwort auf die Frage, warum es nicht passiert, ist, es ist nicht wirtschaftlich, es rechnet sich noch nicht. Wenn wir aber als Gesellschaft und als Gesetzgeber wollen, dass die Frage, wie ist ein Produkt stofflich wieder verwertbar oder besteht es aus Rezyklaten oder, wie kriegen wir das beim Produzenten verankert? Da kann man
entschuldigen Sie, sich etwas leicht machen und sagen, wir schreiben dem einfach vor, er muss das so und so machen. Ich glaube, dass sich das leichter sagt, als es umgesetzt ist, weil wir nicht nur einen Standortwettbewerb haben, wir haben auch europäisches Regularien zu beachten etc. Und wir müssen ja auch, das ist ja das Ziel eigentlich, wir müssen ja andere auch mitnehmen dabei. Es geht ja nicht nur darum, dass wir in der Bundesrepublik jetzt die Recyclingquote von seltenen Erden von unter 1% auf 8% oder so kriegen, sondern es geht darum, dass wir insgesamt möglichst weltweit gesehen eine andere Art von Produktionsprozessen einleiten. Wie das geschieht, wie gesagt, ich habe da auch noch keine Antwort. Wir würden gerne mal anfangen mit einem Labelsystem. Ja, so wie der Käufer eines Kühlschranks, einer Waschmaschine heute darüber unterrichtet wird, wie viel Energieaufwand denn zu erwarten ist, wenn er ein bestimmtes Gerät kauft. Genauso muss er informiert werden darüber, inwieweit ist das Gerät recyclingfähig von der Zusammensetzung, Verbundkunststoffe etc. etc. beziehungsweise besteht es aus Rezyklat. Und dann kann man das weiterentwickeln. Dann kann man sagen, okay, wir fangen mal an, Green Public Procurement weiterzuentwickeln. Wir machen bestimmte Kriterien zu ausschreibungsrelevanten Punkten. Aber ich glaube, dass genau dieser Instrumentenmix, die Frage, wie gestaltet man einen Prozess hier, wie gesagt, das ist die spannendste Frage, ohne sie damit abschließend zu beantworten. Ich bitte. Achso, ja, ich glaube auch, dass wir einen Instrumentenmix brauchen. Also mir ging es auch nicht um irgendwelche ganz platten Vorschriften. Aber wenn ich beispielsweise Unternehmen verklagen kann, die Menschenrechtsverletzungen in ihrer Wertschöpfungskette in Kauf nehmen, dann zwinge ich diese Unternehmen dazu, ihre Wertschöpfungskette zu kennen. Das ist so der erste Schritt, den der Dodd-Frank Act ja auch gegangen ist. Ne? Und dann haben sie natürlich auch Wirkungen auf die Wertschöpfungskette. Ich war in der Diskussion mit der Elektronikindustrie und dann ging es um die Aussage, wir haben bis zu 20 Stufen, vom Handy bis zur Mine. Und als ich dann die Gegenfrage stellte, wieso können sie denn dann beim Dodd-Frank Act irgendwas unterschreiben, haben sie gesagt, naja, da mussten wir die Nebelwand durchstoßen und sind auch zum Teil auf 3 oder 4 Stufen runtergegangen. Ja, da kam ein Impuls, der einen dazu gezwungen hat, zu kontrollieren, dass man keinen Krieg finanziert. Ja, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dass man keinen Krieg finanziert. Das wurde von Unternehmen plötzlich verlangt, dass sie das nachweisen können. So, und dann ist es zu einem Rückbau von Wertschöpfungsketten anscheinend gekommen, von der Länge her. Wenn Sie eine stärkere Verantwortung bei Unternehmen in dieser Richtung drin haben, tragen Sie dazu bei, Ketten transparenter zu machen und damit auch Kosten für besseres Wirtschaften zu übernehmen. Und damit haben Sie eine indirekte Wirkung auf alles, was irgendwie auch im Recyclingbereich läuft. Sie sagen, in vielen Bereichen rechnet sich das nicht, weil Unternehmen im Moment die Wahl haben, Primärrohstoffe zu kaufen, selbst wenn die nur billiger sind, weil sie dieses und jenes tun. Und da muss man gucken, wie man diesen Mix hinkriegt. Ein Mix, über den ich aber auch nicht diskutieren wollen würde, ist das, was Sie gesagt haben. Dinge müssen auseinandernehmbar und recycelbar werden. In der Automobilbranche gibt es ja diese Vorschrift, soweit ich weiß. Autos müssen so gebaut sein, dass es wird auch zum Teil durchlöchert, ja, durch diese ganzen Mixe, die da drin sind. Aber das sind so Ansätze, da hat man es gemacht. Und das muss auch auf andere Produkte übertragen werden. Und letztes zu der Software, sowas ärgert mich auch. Also ich habe mir ein gebrauchtes BlackBerry zugelegt, als meine Kinder auszogen und mit denen kommuniziert man nur noch über WhatsApp und zum Jahresende schaltet WhatsApp BlackBerries ab. Ich werde jetzt in Absprache mit den Kindern die Kommunikationssoftware wechseln und nicht das Handy. Aber dass die das tun, das ist ja nicht das erste Mal. Ja, da kommt ein neues iPhone raus, das kann viel mehr als das andere und dann sagen einen Experten, ja, das liegt daran, dass sie auf die alten die neue Software nicht drauf spielen und nicht, weil das Ding andere Bauteile hat. Das kann ich nicht nachkontrollieren, das kriege ich nur so gesagt. Und da sind wir bei Verbraucherschutz und bei Verbraucherabzocke. Also da hat man einen anderen Instrumentenmix wie hier, aber da muss man dran. So, jetzt habe ich die schwierige Aufgabe, nochmal so mal zum Abschluss die ganz große Runde, also das Dach drüber zu machen, jetzt aus dem Detail wieder in die übergeordnete Ebene zu kommen. Ich versuche es einfach mal, weil wir sind ja gestartet im Grunde mit dem Thema Rohstoffwende,
2049. Es ist ein Thema, was wir sicherlich regional angehen müssen, um Lösungen zu schaffen, die dann aber global auszuwalzen. Denn am Ende des Tages geht es sowohl um das Thema Umwelt als auch um das Thema Rohstoffsicherung und Ressourceneffizienz, was uns spätestens in den 40er Jahren auf die Füße fallen wird. Von daher würde ich jetzt einfach mal die Teilnehmer an der Panel-Diskussion bitten, noch mal ein kurzes Abschlussstatement aus ihrer Sicht abzugeben, bevor ich das Wort wieder zurückgeben darf an Herrn Seiler. Wo fangen wir an? Gut, möchten Sie? Ich glaube, dass wir hier eine Verantwortung haben, eine besondere Verantwortung übrigens als Bundesrepublik. Wir haben das in dem dritten Workshop gesagt. Im Grunde ist das große Interesse Chinas an den Unternehmen unserer Branche eine Art Kompliment. Nehmen wir es mal so, aber in der Tat, die Chinesen haben in relevantem Umfang in unserer Branche Unternehmen übernommen. Den größten Müllverbrenner Europas, den größten Schrottrecycler Europas, ein Berliner Unternehmen. Und das ist einmal der Ausweis, dass sie ganz offensichtlich auch ein Kompetenzprofil in Deutschland gerne suchen, anwenden wollen. Was China angeht, mache ich mir persönlich keine Sorgen, dass die in wenigen Jahren ein beachtliches Niveau erreicht haben werden, wenn ich mir Tempo und Zielstrebigkeit ansehe, mit der die das angehen. Aber das Thema ist ja alleine nicht China, und von daher finde ich gerade den internationalen Aspekt, den Sie für Ihre Konferenz heute gewählt haben, sehr, sehr gut und beachtlich. Ich diskutiere auch sehr gerne darüber, wie man aus einer schon weitgehend fein ziselierten Struktur in der Bundesrepublik noch ein paar Prozent mehr rausholen kann, aber die großen Herausforderungen sehe ich woanders. Ja, dann nochmal den großen Bogen. Wir haben ja jetzt das Jahr 2016. Wenn ich jetzt richtig rechne, sind es noch 33 Jahre bis 49. Ist gar nicht mehr so viel. Ich denke immer mal zurück, Ende der 70er, Anfang der 80er, das Öko-Institut angefangen, die Energiewende zu postulieren, auch ähnlich Szenarien gemacht, wurde ausgelacht, angegriffen und dergleichen. Ich glaube, wir sind da inzwischen in Deutschland, auch weltweit, ein ganzes Stück vorangekommen, auch wenn da noch ein langer Weg ist. Was ich damit sagen will, auch bei der Rohstoffwende, in Rohstofffragen stehen wir vor sehr, sehr großen, vielleicht noch komplexeren Herausforderungen, aber es bestehen auch eine ganze Menge Chancen, Möglichkeiten. Sie haben gerade gesagt, ein hohes Niveau, ein technologisches Niveau, viel Wissen, und ich glaube, ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch einige sehr positive bei allen Herausforderungen Effekte sehen werden. Und ich habe heute auch unglaublich gute Diskussionsbeiträge gehört und bin deswegen da sehr optimistisch. Ja, Frau Dr. Rechtenberg. Ich denke, wir als Deutschland sind ein sehr stark industrialisiertes, aber auch konsumintensives, so möchte ich es mal nennen, Land, was relativ wenig eigene Rohstoffe aufweist. Das heißt, wir haben Verantwortung nicht nur für das, was bei uns im Land passiert, sondern wir haben Verantwortung auch wirklich international hier für gute Standards, sowohl im sozialen als auch im Umweltbereich zu sorgen, möglichst Rohstoffe sparsam einzusetzen, möglichst lange zu verwenden, sei es durch langlebige Produkte, sei es durch eine gute Kreislaufführung, kritische und vor allen Dingen eben umweltkritische Rohstoffe zu substituieren oder auszuschleusen. Und ich wünsche mir eigentlich für 2049, dass wir sagen können, das ist uns weitestgehend gelungen. Ja, Frau Dr. Schüler. Ja, ich möchte nochmal auf den Aspekt der Verantwortungsübernahme für die Importrohstoffe eingehen. Also was wir ja sehr, sehr ausgiebig hier angesprochen haben, Sie hatten es jetzt auch wieder angesprochen, ist die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und die große Verantwortung, die die Unternehmen dafür haben, beziehungsweise auch der Gesetzgeber, in dem eben entsprechende verpflichtende Regelungen eingeführt werden.
Ich halte das für sehr wichtig, würde mir aber sehr wünschen, dass noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt der Verantwortungsübernahme, der noch gar nicht so klar mit Verantwortlichkeiten belegt ist, dass wir den darüber nicht vergessen, weil wir brauchen langfristig wirkliche Rohstoffpartnerschaften. Das heißt, wir müssen auch schauen, was wollen die Partnerschaftsländer, und wenn man mit Vertretern spricht, vor allem von Behörden, dann stehen sozusagen die Umwelt- und Sozialstandards bei denen in der Regel gar nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Das kommt dann irgendwo mal weiter unten. Sie möchten auch nicht unbedingt von uns bevormundet werden, was sie jetzt auch noch zu tun haben. Sie sollen uns möglichst billige Materialien liefern, und dann sollen auch noch die Standards so und so eingehalten werden. Das ist schön und gut, aber das wichtige Interesse der Bergbauländer und vor allem der Entwicklungsländer ist halt, eine sozioökonomische Entwicklung abzuleiten, dass das ein wirklich fairer Tausch ist, dass eben den Entwicklungsländern, die Bergbau betreiben, dass denen nicht nur Umwelt- und Soziallasten bleiben, selbst wenn es gelingt, die zu mindern, sondern dass auch da was bleibt, weil wir ja mit den Rohstoffen im Prinzip hier unseren Reichtum aufbauen, möchten die Länder das im Prinzip aus dem Bergbau auch tun. Und da ist noch sehr viel an Konzepten, denke ich, nachzudenken. Da sind ganz viele Schnittstellen zu Entwicklungspolitik, und da ist auch wirklich eine aktive Wirtschaftspolitikgestaltung gefragt. Und das können wir jetzt nicht nur den Unternehmen überlassen, sondern da ist wirklich die Politik in weitem Rahmen gefragt. Ja, vielen Dank. Herr Hütz-Adams noch. Ja, ich möchte diesen Ball aufnehmen. Wir hatten das ja auch in der Arbeitsgruppe als Fotos. Ich hatte einerseits Fotos von Minen in Ghana, wo unter anderem Gold abgebaut wird, und andererseits Fotos von Elektroschrottverwertung in Ghana. Ja, also wir haben ein Land, das uns die Rohstoffe zur Verfügung stellt und das dann die Produkte, die daraus hergestellt werden, über Gebrauchtmärkte bezieht, weil sie sich die neuen nicht leisten können, und dann auch noch den Entsorgungsmüll da hat. Das ist ja so ein Kreislauf, den wir heute oft haben. Und unter einer Partnerschaft verstehe ich, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht, dass man auch berücksichtigt, eben nicht nur, ich habe im Rahmen von einer Partnerschaft meine Versorgungssicherung, sondern der Preis, den ich innerhalb dieser Partnerschaft für die Rohstoffe zahle, macht es auch möglich, Flächen ökologisch und sozial vernünftig zu erschließen für Minen und dann zu einer anderen Geschäftsbeziehung zu kommen. Um das Ganze voranzutreiben, möchte ich an dem Schluss anknüpfen hier von der politischen Verantwortung. Was ich mir wünschen würde, ist eine koordinierte Haltung der Bundesregierung dazu, die ökologische und menschenrechtliche Aspekte einbringt und dann über das hinaus, was die Industrie tut, eben auch da ansetzt, wo Industrie nicht handeln kann. Wenn ich zum Beispiel sage, Ghana soll einen fairen Preis für seine Rohstoffe bekommen, dann können das Unternehmen untereinander nicht verhandeln, weil sie sofort Besuch vom Kartellamt bekommen. Also da müssen Freiräume geschaffen werden, und da ist eine Bundesregierung gefragt, wie man solche Dinge angeht. Als Perspektive glaube ich, dass man da auch einiges lernen kann, wie man konzentriert Rohstofffragen beantwortet. Ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem aus der Automobilindustrie gehabt. Die führen jetzt gerade ihre Lieferantengespräche inklusive ökologischer und sozialer Anforderungen für die Modelle, die 2021 und 2022 auf den Markt kommen. Da steckt eine Strategie hinter, wie man seine Lieferanten entwickeln will. Da steckt ein Ziel hinter, das man 2022 erreichen will. Und was Ähnliches brauchen wir auch auf der politischen Ebene in enger Zusammenarbeit mit NGOs und Unternehmen, um von dem Klein-Klein zu etwas zu kommen, was uns irgendwann zu 2049 führt. Herzlichen Dank, Herr Hütz-Adams. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer hier an der Panel-Diskussion. Herzlichen Dank für die Fragen aus dem Publikum und Ihr Interesse und Ihre Geduld an der Diskussion. Und damit darf ich sozusagen die Panel-Diskussion schließen und wieder an Herrn Seiler übergeben für die Schlussworte. Applaus